In dieser Übung möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit relativen kartesischen Koordinaten arbeiten können. Und dazu sollen wir hier dieses Drahtmodell von einem Fachwerk zum Beispiel zeichnen. Achten Sie bitte hier auch auf die Nummerierung. Also hier ist der erste Punkt, dann wäre der zweite, der dritte, der vierte und der fünfte. Und die Diagonalen, die kann man dann, oder Aussteifungen, die kann man dann frei reinkonstruieren. Ja, auch hier werde ich verschiedene Methoden zeigen, nicht nur eine. Es führen in der Regel immer mehrere Methoden hier im AutoCAD nach Rom. Das macht das Programm für mich so interessant, dass ich halt mehrere Möglichkeiten habe, Koordinaten einzugeben und immer die beste oder die günstigste wählen kann, je nach speziellen Anwendungsfall. Ja, es liegt wahrscheinlich auf der Hand, dass man zunächst das Ganze erstmal mit der dynamischen Eingabe versuchen will, weil damit geht es natürlich am leichtesten. Allerdings aufpassen, die dynamische Eingabe arbeitet per Vorgabe eigentlich mit relativen Koordinaten. Das wäre ja okay, allerdings mit polaren Koordinaten und nicht mit kartesischen. Aber dennoch will ich Ihnen zeigen, können Sie die verwenden. Auch mit den Vorgabeeinstellungen machen wir das mal. Ich gehe also jetzt hier wieder auf den entsprechenden Layer. Das seht ihr auf 0. Die Farbe sollte passen. Und ja, fangen wir an. Gehen also auf Polylinie. Und geben hier am Ursprung das Ganze ein. Also 0,0. Enter. Und wir hätten dann hier die Abstand zwischen Punkt 1 und Punkt 2 ist dann quasi 4 mal 100, also 400 Einheiten. Und das gebe ich einfach hier also 400 ein. Dann Tabulator. Und der Winkel wäre 0. Nochmal Tabulator, schauen wir das an. Okay, passt. Und hätte jetzt diesen Punkt hier eingegeben. Kommen wir zum nächsten. Das wäre jetzt dieser hier oben. Aufpassen, relativ in dem Fall. Jetzt gehen wir nicht mal vom Ursprung aus, sondern wir geben den jetzt von hier diesen Punkt aus, also diesen Punkt ausgehend von dem Punkt 3, ausgehend von Punkt 2 geben wir jetzt ein. Und wir haben das Ganze allerdings nicht polar gegeben, das war ja einfach, so wie uns das hier anzeigt, sondern kartesisch. Sie können allerdings auch eine kartesische Eingabe erzwingen, obwohl jetzt hier polar vorgeschlagen wird, indem Sie einfach jetzt hier in dem ersten Feld für den Radius oder für die Länge geben Sie einfach die X-Koordinate ein. Aufpassen, ich gehe jetzt hier quasi, um von Punkt 2 zu Punkt 3 zu kommen, muss ich quasi entgegen der X-Richtung. Also quasi entgegen, die X-Richtung geht dann nach rechts. Ich gehe jetzt quasi rückwärts, also hier entgegen, also minus 100 entgegen X-Richtung und 100 in positiver Y-Richtung nach oben. Also mit der Y-Richtung gehe ich 100 nach oben. Also wären die kartesischen Koordinaten relativ gesehen zum Punkt 2, wären dann minus 100. Das gebe ich jetzt einfach mal ein für den Abstand. Und jetzt bitte aufpassen, nicht Tabulator, dann wäre es ja polar, sondern Komma. Und jetzt sehen Sie hier, er tut jetzt hier umschalten auf kartesische Koordinaten. Die habe ich jetzt quasi erzwungen und gebe jetzt noch mit 100 die Y-Richtung ein. Aber in deiner Nachteil hat die ganze Methode, wenn Sie das so machen, haut die Voransicht nicht mehr hin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier Tabulator klicke, dann kann ich noch zwischen X und Y-Wert hin und her schalten. Allerdings die Vorschau passt so nicht. Ja, die können Sie in dem Fall dann ignorieren. Die können Sie dann nicht verwenden. Aber ich gehe auf Enter und Sie sehen, er hat das im Endeffekt dennoch richtig akzeptiert. Ja, jetzt kommen wir zum Punkt 4, wieder ausgehend von Punkt 3. Wir gehen wieder in X-Richtung minus 100, also gebe ich da minus 100 ein. Jetzt aufpassen, minus 100, nicht plus. Minus 100 und dann ein Komma. Und für Y geben wir 25 ein. Wir gehen also um 25 in Y-Richtung nach oben. Bestätigen das Ganze mit Enter, fahren jetzt hier so wieder zurück, ist wieder auf minus 100, da bleiben wir wieder dabei, Komma. Und in dem Fall jetzt minus 25 nach unten. Sind wir hier und zum Schluss gehen wir noch ganz hier auf Schließen. So, der wird in den Außenrahmen gezeichnet. Sie können allerdings auch Folgendes machen, das zeige ich hier mal. Sie können hier auch umschalten. Ja, Sie gehen einfach hier in die Einstellung von dynamischen Eingabe und hier Zeigereingabe aktivieren und gehen hier rein. Und man sieht ja, aktuell ist das hier alles auf Polar. Wir können hier einfach umschalten auf Kartesisch. Relativ ist okay. Und gehen wir auf OK. Schauen wir hier nochmal kurz rein, ob hier noch irgendwas zu ändern ist. Nö, das sollte eigentlich passen. Okay, gehen auf OK. Ist noch aktiv. Schauen wir, wie sich jetzt verhält. Gehen wir da auf Punkte und fange jetzt hier an, diese Diagonalen hier zu zeichnen. Das wäre jetzt hier dieser Punkt, der hat die absoluten Koordinaten
von 50,50, also ja genau die Hälfte, geben wir das ein, 50,50. Und jetzt hier die polaren Koordinaten, die kartesischen Koordinaten von 100, also minus 50. So, jetzt sind wir, glaube ich, zu weit weg. Was ist hier der Abstand? Ah, okay, das geht natürlich jetzt so nie. Ja, den Abstand, den wissen wir hier nicht. Der ist nicht so einfach zu ermitteln. Gehen wir also auf zurück. Und was uns hier auch auffällt, das finde ich eben interessant, obwohl ich auf kartesisch umgestellt habe, zeigt er mir trotzdem polar noch an. Ja, also es ist komisch, obwohl ich quasi hier kartesisch einstelle, erfolgt trotzdem hier die Eingabe polar. Das muss ich gestehen, warum das so ist, das weiß ich auch nicht. Also da, wenn jetzt jemand eine Idee hat, kann er mir gerne Bescheid sagen. Ich kann da einstellen, was ich will. Hier, ich gehe mal da rein, das zu demonstrieren. Ah, Quatsch, hier war das. Einstellungen. Hier Zeigereingabe aktivieren. Und hier für zweit oder nächsten Punkt Vorgabe ist immer kartesisches, also wo ich kartesisch eingestellt habe, ist es trotzdem. Ja, also da eventuell hängt es mit der Bemaßung hier zusammen. Ja, das wäre hier die Vorgabe, das passt ja. Und die kann ich aber jetzt nicht umstellen auf kartesisch. Also, ja. Da müssen wir halt jetzt leben. Eventuell gibt es vielleicht noch ein paar Tricks, die man noch einstellen kann, aber ich muss gestehen, ich brauche das. Ich braucht das auch nicht unbedingt die Vorschau. Ich kann auch ohne dieser Vorschau arbeiten. Ja. Wie geben wir jetzt den Punkt hier unten ein? Der ist nicht so ohne weiteres einzugeben. Jetzt auf sowohl auf polarer wie auch auf kartesischer Weise, weil er ist nicht wirklich bemaßt. Doch, er ist bemaßt. Allerdings absolut. Ja, jetzt komme ich mir leicht, ich würde das Ganze jetzt hier absolut eingeben, nämlich 100,0. Und hier können Sie jetzt entweder über die Befehlszeile das eigentlich hier unten einfach reinklicken. Und dann erfolgt die Eingabe in der Befehlszahl, dann wäre es absolut, ich zeige das hier mal, also 100, halt aufpassen, dass wir wirklich hier unten drin sind, 100, was macht er nicht? Wenn nicht, dann können Sie auch einfach über die Raute-Taste, die geben Sie vorher ein, können Sie quasi eine absolute Eingabe in der Befehlszahl, in der dynamischen Eingabe erzwingen. Jetzt gebe ich hier ein 100 in X-Richtung und 0 in Y. Gehen wir auf den Tabulator. Und jetzt passt auch die Vorschau, interessanterweise. Ja. Also vergessen Sie die Raute nie. Ich fasse nochmal zusammen. Wenn Sie mit der dynamischen Eingabe arbeiten, je nach Voreinstellung, die können Sie ja auch ändern, ist die relativ oder absolut. In dem Fall ist sie relativ. Ich möchte allerdings jetzt in diesem Punkt jetzt eine absolute Koordinate über die dynamische Eingabe eingeben, ohne jetzt die Voreinstellung ändern zu müssen. Und das erreiche ich, indem ich die Raute quasi eingebe. Das Rautezeichen. Und dann habe ich das Ganze halt absolut. Gehe auf Enter und mache mal jetzt hier oben nochmal den Punkt. Den könnte ich jetzt wieder relativ eingeben, nämlich mit einer Länge von 100 halt, und einem Winkel von 90. Enter. Jetzt kommt wieder dieser Punkt hier. Hier tue mich wieder schwer, das Ganze über die relativen Koordinaten zu machen, egal ob kartesisch oder, na gut, kartesisch kriege ich es hin, doch kartesisch könnte funktionieren. Da kann ich einfach sagen, also 100 in x, und minus 100 in y. Aber aufpassen, die Vorschau passt in dem Fall nicht, aus irgendeinem Grund kann ich die vergessen. Ja, hier den Punkt, den könnte ich jetzt wieder, ja, sowohl relativ als auch polar oder kartesisch eingeben. Machen wir mal polar, jetzt wieder mal was anderes machen, 125 und Winkel 90. Jetzt passt auch die Vorschau, das passt. Jetzt sind wir hier bei diesem Punkt, den könnte ich jetzt in dem Fall wieder machen wir jetzt mal wieder kartesisch, was anderes zu machen. Also das wäre 100 für x, und minus 125 für y. Aufpassen, Vorschau kann ich wieder, muss ich das wieder ignorieren, und es passt. Ja, jetzt noch dieser hier.
Den gebe ich jetzt mal wieder absolut ein, wenn mal was Absolutes einzugeben. In dem Fall wäre das jetzt 300,100. Ich gebe das Rautezeichen vorher ein. Also hier Raute. Ups. Ah, hier. Jetzt will er nicht. Raute. Dann 100. Als hätte ich gesagt, 300, Komma, was haben wir gesagt? Jetzt hier der Punkt da oben, 100. Das wären die Koordinaten absolut. Und ja, jetzt gehe ich ja noch diesen Weg hier, also hier runter wäre dann der. Ja, machen wir jetzt noch die anderen, also wieder auf Linie oder Pole-Linie. In dem Fall kriege ich kaum eine Linie. Hier ist es interessant, ich fange jetzt mal diesen Punkt an, wieder absolut, das wäre dann 300,0. So, wie mache ich jetzt diesen? Können Sie jetzt wieder relativ leicht über kartesisch machen. Also ich versuche mal polar, wenn ich einfach 45 eingebe. Ja, was ist die Länge? Das ist halt schwierig, ne? Das ist keine glatte Zahl, wahrscheinlich nie. Objektfänge haben wir auch noch nie behandelt. 70,3 und noch was, also eher nicht. Ja, wir können allerdings, könnten wir ihn kartesisch definieren, indem wir hier die Hälfte, also ich mache es mal kartesisch, also 50 für x, 50 für y, halt 50, ah, jetzt macht das nicht mehr. Wenn sowas passiert, wenn Sie einmal polar eingegeben haben, dann lässt er sich dann nicht mehr dazu überreden, hier umzuschalten auf kartesisch. Also Sie können das hier unten, glaube ich, noch eingeben. Allerdings aufpassen, in dem Fall, jetzt habe ich jetzt einen Befehlszeile geklickt, jetzt bin ich wieder hier drin. Und könnte jetzt hier über, er springt immer hier hoch, weil meine Maus immer hoch springt. Aus Befehlszeile raus. Jetzt springt meine Befehlszeile, sage jetzt hier Add. Genau, jetzt bin ich bei einer Befehlszeile. Sie sehen, meine dynamische Eingabe bricht ab und jetzt kann ich hier über die Befehlszeile das auch eingeben. Allerdings aufpassen, ein Add davor schreiben, weil die Befehlszeile wiederum standardmäßig mit absoluten Koordinaten arbeitet. Jetzt muss ich über Add das Ganze relativ erzwingen. Sage jetzt einfach 50 für x, 50 für y. Ja, und Sie sehen, das hat sehr gut funktioniert. Ja, also hier den Punkt haben wir gut erwischt. Was fehlt jetzt noch? Dieser hier runter. Also gehe auf Linie und möchte jetzt den Punkt hier oben einfangen. Jetzt bringe ich mal das Raster ins Spiel, den Rasterfang besser gesagt. Und jetzt kann ich hier einrasten direkt an dem Punkt und könnte jetzt hier, ohne groß Koordinaten einzugeben, das entsprechend auch übers Raster eingeben. Hier diesen noch aufpassen, dass Sie auch wirklich den Punkt genau einfangen übers Raster. Hier tut es sich aus irgendeinem Grund ein bisschen schwer. Ach so, weil jetzt hier. Aha, okay, 25, wir haben ein 50er Raster, das ist ein gutes Beispiel. Ja, ich habe ein 5, also ja, 25, das kann ich hier nicht einfangen. Hier außen, dann muss ich die Koordinate eingeben. Überlegen wir uns das ganz kurz, wie geben wir es ein? Jetzt relativ, absolut, polar oder kartesisch. Ich würde sagen, in dem Fall machen wir es relativ kartesisch. Wir gehen in x-Richtung 100, geben mit Komma dann noch den y-Wert ein, 125, bestätigen mit Enter. Und fertig. Ja, Sie sehen an dem Beispiel, anhand der Bemaßung musste ich immer wieder mal variieren. Mal habe ich es kartesisch gemacht, mal polar. Mal habe ich es absolut gemacht, mal relativ. Und das ist das, was in dieser Übung, auch in der vorangegangenen Übung, Ihnen klar werden sollte, dass Sie erkennen, aha, okay, die Koordinaten sind so und so gegeben, sei es jetzt kartesisch oder polar oder relativ oder absolut, und dass Sie dann einfach beliebig hin und her schalten können zwischen den verschiedenen Eingaben. Denn ich hoffe, ich konnte jetzt hier rüberbringen, dass man mit einer Eingabemöglichkeit nicht allzu weit kommt. Oder man müsste dann halt viel Handrechnen machen, sprich die Koordinaten immer umrechnen, sondern dass Sie, umso mehr Eingabemöglichkeiten Sie hier in AutoCAD beherrschen, sich dann relativ leicht tun, die Sachen einzugeben. Ja, und das hat man, glaube ich, auch schön sehen können anhand dieser Übung, dass ich immer hin und her schalten musste zwischen der Koordinateneingabe, die für den jetzigen Fall, wo die einfachste oder günstigste wäre, ohne jetzt groß im Kopf was rechnen zu müssen. Es gibt natürlich auch noch andere Hilfsmittel wie Objektfang und so weiter, aber dazu dann an anderer Stelle in diesem Kurs.